Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch hier meine neue Funkklingel von Avantec vorstellen. Ja, warum habe ich mir die gekauft? Hat übrigens 20 Euro gekostet. Kann ich euch unten mal in der Videobeschreibung rein verlinken. Die hat eine Reichweite von bis zu 400 Metern. Natürlich je nach Bauart, ob jetzt irgendwie eine dicke Betonwand etc. dahinter ist, ja, oder auch eine Kellerdecke, kann das natürlich ein bisschen weniger werden, auch vielleicht Störsignale, aber sie hat auf jeden Fall eine extreme Reichweite, so dass sie auf jeden Fall massig für mein Grundstück ausreichen wird. Und das bedeutet, mit der Klingel höre ich dann auch im Garten, wenn zum Beispiel der Paketbote klingelt, und dann muss er nicht wieder das Paket in die Altpapiertonne legen oder einfach durch eine offene Fensterscheibe schmeißen, sondern ich bin dann auch tatsächlich überall angriffbar und die Ausrede zählt dann nicht mehr, ich habe geklingelt und es war keiner da, weil dann kriege ich sie nämlich auch mit. Ja, deshalb die Klingel. Wir packen die mal aus, gucken sie uns an, nehmen sie in Betrieb und probieren sie dann auch aus. Und wie gesagt, unten in der Videobeschreibung, da findet ihr den Link zu der Klingel und auch alle weiteren technischen Details sowie auch den aktuellen Preis. Ich habe, wie gesagt, 19,99 Euro für bezahlt. So, schauen wir mal rein. Hier haben wir einmal ein Handbuch. Auch in der Sprache Deutsch, das ist schon mal gut. Dann haben wir hier einmal unsere Klingel, wie man unschwer erkennen kann. Die muss ich dann also nach draußen an die Haustür bringen. Und hier haben wir dann zwei Empfänger, die mit dabei sind. Das heißt, ich kann die auch unterschiedlich platzieren. Einer davon wird auf jeden Fall bei mir im Garten landen. Hier ist noch einer. Den kann man dann im Haus machen, dann hört man es überall. Und ansonsten haben wir hier auch noch Dübel zum Anbringen. Oder halt auch hier einfach zum Kleben ganz normal, zum Türrahmen befestigen etc. an die Wand dran zu kleben. Ich denke, das kennt ihr, ist selbsterklärend. Und dann ist jetzt erstmal entscheidend, wie funktioniert das Ganze, wie lernen wir das an, und das zeige ich euch jetzt einmal. So, zuerst müssen wir einmal hier den Deckel aufmachen und hier diesen Transportschutz für die Batterie einmal rausziehen. Ihr könnt das mit einem Schlitzschraubendreher ganz einfach vorsichtig aufhebeln. Und dann machen wir den Deckel wieder drauf, am besten natürlich auch richtig rum. Und dann ist jetzt die Klingel sozusagen scharf und jetzt können wir das Ganze hier verbinden. Das Verbinden funktioniert ganz einfach, und zwar stecken wir jetzt einfach hier unseren Empfänger in die Steckdose, und dann haben wir hier die Taste für die Lautstärkeregelung und die halten wir 3 Sekunden gedrückt. Ich werde es jetzt einmal machen. So, der blinkt. Und jetzt haben wir hier oben die Lautstärke-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten. Da könnt ihr das sehen, und jetzt soll man hier die Taste drücken und dann muss das Ganze eigentlich schon funktionieren. Probieren wir es mal. Also, wie ihr seht, geht das. Und den zweiten Empfänger können wir jetzt auch nochmal installieren. Da nehmen wir einfach eine andere Steckdose und drücken auch hier wieder für 3 Sekunden die Lautstärke-Taste. So, blinkt auch. Und jetzt probieren wir es nochmal. Und wie man jetzt, glaube ich, hören konnte, die sind natürlich synchron, haben aber jetzt beide Empfänger auch ihr Signal abgegeben. Also damit sind sie schon mal verbunden und jetzt kann ich sie an den gewünschten Orten anbringen. Ich habe übrigens gerade nochmal auf den Kaufbeleg geguckt, es waren keine 19,99 €, ich habe 29,95 € bezahlt, also knapp 30 Euro. Hättet ihr aber auch gesehen, wenn ihr halt unten auf Link klickt. Das nur nochmal zur Richtigstellung. Ja, jetzt nochmal so ein paar Details zu der Klingel. Wir haben 5 Lautstärkestufen. Wir haben 52 Melodien, die wir einstellen können. Die Batterie hält gut 3 Jahre, wenn ungefähr 10 Mal am Tag geklingelt wird. Also das ist schon beachtlich, und halt bis zu 400 Meter Reichweite. Nach IP5 ist das Ganze auch wasserdicht. Das heißt, wenn es draußen ist durch Regen, kann da auch nichts passieren. Ich habe die Klingel jetzt mittels dieses Klebestreifens angebracht. Und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Das heißt, ich klingel und dann habe ich eine zweite Kamera im Garten. Und dann könnt ihr gleich hören, ob das Ganze funktioniert hat über die Reichweite. Ist jetzt einmal so quasi, dass es hier durchs komplette Haus muss, um die Ecke rum, dann im Garten. Das sind keine 400 Meter, aber ich würde sagen, so 30, 35 Meter sind schon. Und das ist schon eine Ecke. Und ich würde sonst in der Regel, wenn ich hinten im Garten bin, nicht hören, wenn hier einer klingelt. Aber mit der Klingel hoffe ich schon. Probieren wir es mal aus.
Und ihr habt es gehört, es funktioniert bei mir. Klar, sind jetzt keine 400 Meter. Die Möglichkeit habe ich auch nicht, das auszuprobieren, denn so groß ist mein Grundstück. Ja, leider oder Gott sei Dank nicht, keine Ahnung, wie man sieht. Macht halt auch viel Arbeit dann, wenn es so groß wäre. Aber es funktioniert und da kommt es mir drauf an. Das heißt, jetzt höre ich das auch im Garten, wenn jemand klingelt. Ich habe einen Empfänger hier fürs Haus, den anderen für den Garten halt und somit ist gewährleistet, dass ich jedes Mal mitbekomme, wenn hier jemand auch den Klingelknopf gedrückt hat. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, noch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann!